Also die Bücher von Herrn Faltin sollte man auf jeden Fall alle lesen. Nicht nur Wir sind das Kapital, auch Kopfleg-Kapital, weil die, finde ich, auch aufeinander aufbauen. Also Wir sind das Kapital ist ja das neuere Buch. Und ich denke, dass wenn man sich mit Gründen allgemein, wenn man sich für Gründen allgemein interessiert, sollte man nicht nur Wir sind Kapital lesen, sondern auch schauen, okay, wie hat es überhaupt angefangen und wie kann ich überhaupt diese Gründungsidee finden? Und in dem ersten Buch beschreibt er auch sehr schön diese Ideenkinder, wie man diese Ideenkinder in die Welt setzt. Und im zweiten Buch, finde ich, geht es auch sehr, sehr viel mehr um diesen kapitalistischen Gesamtüberblick und um diese Kritik an der heutigen Wirtschaftswelt, die ja uns, wie wir alle wissen, sehr stark eigentlich Richtung Scheitern bringen. Und also nicht nur Leute, die sich für Gründen interessieren, sollten das Buch lesen, sondern auch Menschen, die sich generell für andere Ideen interessieren, die sich generell dafür interessieren, wie Wirtschaft anders gedacht werden kann und wie wir überhaupt alle friedlich, schön und sinnvoll miteinander leben können. Und da ist Wirtschaft ein unglaublich wichtiger Faktor. Die beiden Bücher unterscheiden sich in dem Sinne, dass Wir sind das Kapital meiner Meinung nach ein allumfassenderes Werk ist. Also man sieht mit dem Blick von oben auf das große Ganze. Und Kopfsteckkapital ist die Anleitung zum Selbermachen. Das macht natürlich Wir sind das Kapital auch. Also es gibt ja auch tatsächlich die Schritte und die direkte Anleitung zum Gründen. Aber ich denke einfach mal, Wir sind das Kapital, also das neue Buch geht auf jeden Fall noch einen Schritt weiter und beleuchtet die ganze Szenerie von oben und lässt einen auch weiter denken. Und man denkt nicht nur noch an sich und an sein eigenes Unternehmen und an seine eigene Idee und sein eigenes Konzept, sondern man denkt einfach umfassender. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also bei mir hat es sehr geholfen. Kopfsteckkapital war so eine Öffnung. Es ist möglich, Entrepreneurship zu machen. Durch Komponenten, durch Gestaltung, durch Design. Aber es gibt ja auch Ansätze, die machen durchaus Ähnliches und versuchen also so durch Komponenten schnell, groß, viel Geld reinzubringen. In Kopfsteckkapital war das schon drin. Die Gründungspersönlichkeit. In Wir sind das Kapital steht die ganze im Fokus. Der Gründer, was passt zu ihm? Wie will der leben? Und wie soll denn sein Unternehmen aussehen, damit er es auch als wirklich wertvoll empfindet? Das ist das ganz Zentrale in Wir sind das Kapital. Das heißt, wer von Kopfsteckkapital begeistert war, weil er festgestellt hat, Entrepreneurship ist eine Option für mich, wird von Wir sind das Kapital begeistert sein, weil er feststellt, es geht wirklich um mich.